Ja, Leute, und willkommen zurück zu Uncharted 4. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, Rätseltime. Let's go. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonnie und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne. Wie die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Adam Baldridge. Christoph Condon. Ach ja, Condon nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Da haben wir's. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Und Anne Bonny. Bonny war ein Rotschopf. Ja. So. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Okay. Das mal ablegen. Das muss so. Genau. Das muss so. Das muss so gedreht werden. Jawohl. Easy. Das war schon mal sehr leicht. Okay, noch mal angucken. Okay. So. Dann so. Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. So. Auf geht's zu den nächsten Piraten. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternmuster. Okay, ich meine ja nur. Hey, Sully, hilf mir mal. Danke. Hängen wir das erstmal wieder auf das Gemälde. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Wen haben wir hier? William Mays. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Wo haben wir es jetzt? Da. Oder? Nee. Ah, da. Das hätten wir. Bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays.
Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht, aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Richard Wand. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Aha. Und Joseph Farrell. So. Okay. Das drehen wir mal so. Nee. Das so. Genau. Und das muss... nee, das war doch falsch. Das war falsch. Oder? Das muss so. Okay. Haben wir. Das hier. Das muss so gezeigt werden. Und das unten, okay. So. Okay. Und wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Ah, natürlich. Und der letzte Raum. Echt? Was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Okay. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Wo haben wir's? Da. Nummer 1. Sam meldet sich. Siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Von Sam, von links nach rechts. Ja, ich weiß. Edward England, Tariq Ben Malik, Yassid Al-Basra. Das Affensiegel habe ich noch nie gesehen. Okay. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Da oben haben wir es. Wer bist du?
Yazid al-Basra. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, aber es das wirklich gibt. Warum jetzt das Sternsymbol? Da. Nummer 3. Und Edward England. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Da haben wir's. Und 4. Okay. Dann ordnen wir, mal die Sachen hier. Trotzdem lösen können. Okay. Warte mal. Das muss hier hin. Dann das. Muss so. So. Okay, dann haben wir alles. Gut. Unten gezeigt. Das so. Okay. Dann wieder nach unten gezeigt. Und das muss so. Perfekt. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Zweimal. Und dreimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Weißt du, das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Der sind Hinweise. Pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus quod licentia. Nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht?
Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Cortley kennt ihr. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam, für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Ich weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Dir Neues. Oh Mann. Hm? Kein Schatz. Komm ja schon, Sully. Okay. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. Verzeihung. Excuse me. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Ja, wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Sorry, Mann. Komm, hier runter, Nate. Nein, ich wollte gar keine Bombe werfen. Dumm. Richtig dumm. Na gut. Oh Gott, scheiß Panzer. Naja, nicht, ist ja kein Panzer, ist ein Auto. Dumm. Unten.
Deckung, 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 Deckung. Geh doch in Deckung, Nathan! Du kannst nicht gewinnen. Oh, Deckung. So. Ab hier nach oben. Und da ist er.
So. Nicht runterfallen. So. Du bist im Stress, kannst du haben. Tschüss. Tschüss. Was für eine Action. Komm schon, Nathan. Ich muss hier raus. Gut.
einfach geil. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise, wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Oh, oh. Elena. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena, es ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... jemals einen Malaysia-Job? Ich. Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst.
was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Auf See, Kapitel 12. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ah, Nathan hat echt verbockt. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Na, ja, beim nächsten Mal, Nathan. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Uncharted 4. Ja, ich höre jetzt erstmal Schluss. Oh, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Hm, meinst von Piraten gemacht? Klar. Freunde. Wenn euch der neue Part von Uncharted 4 gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Uncharted 4. Haut rein, Zuckerboy, Game Over. Ciao.